So, ganz recht herzlich willkommen zurück hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist einfach geistesgestört, was ich aktuell so mitbekomme. Hier in diesem Markt, es gibt einfach so extrem viele Menschen, die sich selbstständig machen wollen, sich was Eigenes aufbauen wollen, aber es einfach nicht geschissen bekommen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach Defizite, bestimmte Charaktereigenschaften, wirklich Charaktereigenschaften haben, die dem Ganzen im Weg stehen, sich dessen oft selbst nicht mal bewusst sind. Und mittlerweile fuckt mich die Situation so dermaßen ab, dass ich gedacht habe, ey, ich mache einfach mal ein Video dazu. Vor allem, weil niemand sonst im Markt eigentlich die Eier dazu hat. Weil die Angst haben, irgendwelche Kunden oder ähnliches zu verscheuchen. Oder Leute, die dann das Video disliken. Also kannst du mir gerne ein Dislike hier für das Video geben. Am Ende des Tages ist das, was ich hier in diesem Video sagen werde, aber die absolute Wahrheit. Und muss so befolgt werden, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest. Das gilt auch nicht nur für Amazon FBA, sondern es gilt eigentlich grundsätzlich für jede Selbstständigkeit, die es da draußen mal gibt. Also, wenn man heute in die Welt reinschaut, das betrifft übrigens auch nicht nur hier, wie heißt das, Generation Z, sondern das betrifft eigentlich komplett durch die Bank weg, auch Leute, die deutlich älter, lebenserfahren sind, angeblich mit beiden Beinen im Leben stehen, aber charaktertechnisch nicht mehr in der Lage sind, so ein super einfaches Business aufzubauen. Wenn du die Leute fragst, was sind deine Ziele, was sind deine Träume, ja, dann kommen die geilsten Geschichten. Ich will meinen Eltern ein Haus kaufen, ich will meine Mama in Rente schicken, ich will reisen, ich will das Auto, ich will das, dies, jenes und so weiter und so fort. Da sind die Leute mal extrem gut drin, zu erzählen, was sie wollen, haben wollen, was sie sich wünschen und so weiter und so fort. Und wenn du mal schaust dann, was die Leute tatsächlich dafür tun, dann ist auf einmal gar nichts da. So, und jetzt kommt diese Lücke, die natürlich viele und wahrscheinlich auch du grundsätzlich füllen willst. Du willst wahrscheinlich, sonst würdest du das Video gar nicht angucken, du willst ja wahrscheinlich was machen und was tun, was dazu führt, dass du deine Ziele und Träume im Leben erreichst. Oder nicht? So, gehe ich jetzt mal von aus, sonst würdest du das Video wahrscheinlich gar nicht schauen. So, und das Erste, was alle Leute machen, die gehen hin, ja, und die fangen an, YouTube-Videos zu konsumieren oder in Social Media sich einfach mit diesem Thema Geld verdienen, Vermögen aufbauen, Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Was grundsätzlich erstmal gar nicht falsch ist. So, aber jetzt kommt das riesengroße Ding. Die meisten Leute, und damit meine ich jetzt höchstwahrscheinlich auch dich, höchstwahrscheinlich bist du auch gemeint, beschäftigen sich mit diesem Thema 6 Monate, 12 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und nichts passiert. Außer Video schauen, Podcast hören, Bücher lesen und so weiter und so fort. Und dann denken die dabei ernsthaft, dass sie produktiv sind oder irgendwie vorankommen. Video schauen online, Podcast hören, Bücher lesen zu geilen Themen ist nicht produktiv sein, ist nicht vorankommen. Es ist einfach nur Informationen sammeln. Aber das Problem unserer Zeit ist, wir haben sowieso schon jede Menge Informationen, meistens schon zu viele Informationen. Und dann kommt man in so einen Kreislauf rein, wo du dich höchstwahrscheinlich auch drin befindest. Ich selbst war da drin, bevor ich mal die Eier und den Mut gepackt habe, wirklich was anzugreifen, wirklich mal Risiko reinzugehen, ja, mal was aufzugeben von mir. Weil die dann die ganze Zeit immer wieder, ah, guck mal, da, dann sind die gerade kurz davor, eine Entscheidung zu treffen und wirklich mal reinzustarten, dann kommt das nächste Thema. Ja? Dann sind die beschäftigt sich mit Aktien, dann beschäftigt sich mit Krypto, dann denken die, ah, Business aufbauen, dies, das, jenes, dann gehen die da 1, 2 Schritte, oh Gott, ist das alles kompliziert und ich muss da ja über irgendwas nachdenken und ich muss irgendwas wissen, mache ich doch lieber Aktien oder Bitcoin, boah, das ist gerade wieder geil gelaufen, komm, das ist doch viel einfacher, das ist super gut und drehen sich den ganzen Tag eigentlich nur im Kreis. Ohne irgendwann mal voranzukommen, aber erzählen zu Hause am Küchentisch, an Weihnachten, wenn sie mit der Familie sitzen, ja, wie klug sie doch sind und dass Geld und Reichwerden gar nicht so schwierig ist und wie beschissen doch alles in Deutschland ist, weil alle Leute haben nur so kleine Ziele und meckern bei allem rum, aber sind selbst die aller schlimmsten im System, nämlich die, die eigentlich wissen, dass es möglich ist, aber am Ende des Tages nichts dafür tun, es wirklich mal zu erreichen. So, und wenn du ein Business aufbauen willst, dann ist das easy as fuck. Ja, es ist ein Kinderspiel. Wenn du es mal vergleichst, heutzutage ist es so einfach, Millionär zu werden und reich zu werden, wie noch nie zuvor. Ja, wirtschaftlich, ja, oh, es ist ja wirtschaftlich schwierige Situation, es ist Bullshit. Es gibt wirtschaftlich, außer, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, wenn überhaupt 2 Jahre in der gesamten Historie der Menschheit, die besser waren. Wenn du dich vor 30, 40, 50 Jahren selbstständig machen wolltest, überleg mal, was das für ein Film gewesen ist. Wenn du reich werden wolltest, dann hast du wahrscheinlich 10, 20 oder 30 Jahre deines Lebens irgendwo den abgefucktesten Job überhaupt gemacht, damit du genügend Geld hast,
jeden Monat das zu sparen. Du bist nie in Urlaub gefahren, du hast dir kein Haus gekauft, du hast deiner Familie nichts gegönnt, du bist nicht essen gegangen, du hast jeden Cent, den du konntest, gespart, ja, um dann nach 20 Jahren eine Chance zu haben, einmal das Geld in irgendwas reinzustecken, wo es wahrscheinlich überhaupt kein Proof of Concept gab, um am Ende des Tages als Selbstständiger dann wahrscheinlich noch mehr zu arbeiten, noch mehr Stress zu haben, aber am Ende ein bisschen mehr Geld zu haben als die anderen Leute. Und heutzutage kannst du einfach nebenberuflich, guck mal, du kannst einen Fulltime-Job haben, einen 450 oder 520-Euro-Job. Du kannst eine Family haben, währenddessen noch Sportler sein und ein Business aufbauen. Das ist einfach lächerlich. Du musst ja kaum noch auf irgendwas verzichten. Du kannst ein Business anfangen mit 5 bis 10k Startkapital, das man locker easy in 3 bis 6 Monaten sich ansparen kann in Deutschland, wenn man mal bereit ist, das zu tun, was nötig ist. Ja? Und mit das zu tun, was nötig ist, meine ich, hinzugehen und zu sagen, okay, ich verzichte mal darauf, mir das neue iPhone zu holen, jetzt in Urlaub zu fahren, die ganze Zeit Party zu machen, essen zu gehen mit meinen Freunden, jede Menge Ausflüge und Adventure-Sachen oder irgend so einen Scheiß zu machen. Das kannst du alles machen, wenn du die Kohle schon hast, aber wenn du dich entscheidest, deine Ziele und Träume, die höchstwahrscheinlich deutlich größer sind als das, was du dir gerade leisten kannst, zu verwirklichen, dann kannst du nicht deinen Lebensstandard permanent so aufrechterhalten, wie er jetzt gerade ist. Du musst erstmal für eine Zeit runtergehen. Ja, du musst mal auf Sachen verzichten. Was glaubst du denn, wie das bei mir war? Ja, ich habe mit 18 Jahren habe ich mit Aktien und Trading über 20.000 Euro verkackt, die ich mir komplett selbst aufgebaut habe. Und im gleichen Jahr habe ich ein FBA-Business gestartet, wo ich über 12.000 Euro reingesteckt habe. Ich habe ein Coaching-Training für 14.000 Dollar gekauft, zusätzlich nochmal, was ich über ein paar Jahre finanziert habe, mit 18 Jahren, ohne Geld zu bekommen von meiner Mom. Mein Vater habe ich nie kennengelernt, aber von meiner Mom habe ich kein Geld bekommen, von meinen Großeltern habe ich kein Geld bekommen. Ja, ich war in der Zeit aber nicht im Urlaub. Ich habe nicht Party gemacht die ganze Zeit oder irgendwo Geld rausgehauen. Ich war nicht den ganzen Tag mit meinen Freunden und Kollegen unterwegs, sondern ich habe gesagt, okay, ich verzichte jetzt mal eine Zeit lang auf bestimmte Sachen. Habe ich trotzdem geile Freunde? Natürlich. Habe ich trotzdem wahrscheinlich ein aufregenderes Leben als 99,9% der Menschen da draußen, obwohl ich die ganze Zeit und extrem viel am Arbeiten bin? Hundertprozentig. Ich war alleine dieses Jahr, obwohl man es gar nicht glaubt, ich weiß nicht, glaube ich, 7 oder 8 Mal im Urlaub. An verschiedenen Orten. Ich habe, um dahin zu kommen, über einen Zeitraum von nur einem Dreivierteljahr, ein Jahr ungefähr, einfach auf viele andere Sachen verzichtet. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird es verdammt schwierig, echt erfolgreich zu werden. Weil schau mal, wenn du etwas ungewöhnlich Großes erreichen möchtest im Leben, etwas, was nicht normal ist, etwas Deutliches darüber, dann musst du auch bereit sein, ungewöhnliche Dinge dafür zu tun und mehr zu tun als andere. Dich selbstständig zu machen bedeutet in erster Linie erstmal mehr Arbeit. Natürlich ist ein Business, und das kann ich dir so zu 100% sagen, wie FBA, Amazon, E-Commerce, wenn das läuft, das ist verhältnismäßig zu anderen Business-Typen natürlich ein extrem geiles Geschäftsmodell, weil du kannst es von überall auf der Welt machen. Du kannst dir die Zeit und die Arbeit frei einteilen. Du hast Zeit, du tauschst nicht Zeit gegen Geld, sondern du tauschst im Grunde genommen Geld gegen mehr Geld. Das ist extrem genial. Du kannst mit 2-3 Stunden Arbeit am Tag ein Business haben, was 100.000, 200.000 Euro Monatsumsatz generiert und gleichzeitig wächst. Das ist in den meisten Bereichen nicht mal möglich. Aber um da mal hinzukommen und das mal leben zu können und dir deine Träume und Wünsche zu erfüllen, musst du halt mal am Anfang, im Grunde genommen wie so eine Art Prüfung, stell dir einfach vor, Gott hat Prüfungen und er belohnt dich nur mit dem, was danach kommt, wenn du am Anfang erstmal diese Prüfung hast. Du musst erstmal das Risiko investieren, du musst erstmal Mut haben, du musst erstmal verzichten auf Dinge, bis du am Ende des Tages die Belohnung bekommst. So funktioniert die Welt, so funktioniert das Leben, es geht niemals andersrum. Du bekommst die Belohnung und dann, ja, dann musst du mal auf irgendwas verzichten. Das ist andersrum. Und wenn ich mir das anschaue, gerade zu Amazon FBA, ey, gerade die Leute jetzt mal, spezielle Ansage an alle Leute, die so unter 30 sind, eigentlich noch für nichts und niemanden Verantwortung haben, außer sich selbst im Leben. Keine Family, nicht verheiratet, keine Kinder, kein Haus, keine Wohnung, was abgezahlt werden muss, sondern einfach nur irgendwie Miete, einen Job und so weiter und so fort. Dann mach es doch einfach mal, was hast du denn zu verlieren? Du kannst doch gar nicht, du kannst ja gar nicht mal was verlieren, ja? Im worst, worst, worst case, wenn du dich unglaublich dämlich anstellst, verlierst du halt dein Startkapital von 10.000, 15.000 Euro. Ja, scheiß doch drauf, wenn du 70, 80, du lebst in einem der reichsten Länder der Welt. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile, wir haben, glaube ich, Japan überholt, wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das bedeutet, es gibt nur 2 Länder, in denen es noch einfacher ist, als in Deutschland, superreich und erfolgreich zu werden.
Wir leben in einem Paradies, wenn es darum geht, erfolgreich zu werden. Du hast die Freiheit, niemand diskriminiert dich oder du wirst ausgeschlossen. Du hast sogar noch so ein Sozialnetz, was dich aufhängt, selbst wenn du komplett verkackst in allem. Du hast direkt, wenn du dich selbstständig machst, brutale Steuervorteile, selbst wenn du, vor allem wenn du einen Job nebenbei hast. Ja, zum Beispiel, wenn du ein Training von uns holst, ja, das kannst du komplett von der Steuer absetzen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach nur Geistesgeschirr, dumm, sowas nicht zu nutzen. Aber so ist das halt, die meisten Leute werden es nicht machen. Sie werden die ganze Zeit weiter träumen und weiter Videos schauen und weiter Podcasts hören und weiter Bücher lesen und davon träumen, wie toll alles sein könnte und am Spielfeldrand stehen und Leuten wie mir, die auf dem Spielfeld stehen und ein Tor nach dem anderen ballern und einfach immer mehr gewinnen, zuschauen. Im Grunde genommen müsste mich das nicht mal stören, aber ich mache ja diesen Kanal aus dem Grund, weil ich Leute wie ich selbst, die vielleicht nicht aus dem Umfeld kommen, wo man dieses Mindset hat, dieses Wachstum, diesen Wachstumsgedanken einfach in jeder Blutzelle im Körper verspürt, trotzdem voranzutreiben, die Chance zu geben, Informationen zu geben, die ich auch erst lernen musste, um erfolgreich zu werden. Weil ich auch nicht aus diesem Success, Mindset, Umfeld, Familien-Ding komme, wo jeder Kohle hat, wo man mit Geld um sich schmeißt, wo man weiß, in welche Sachen man investiert, um reich zu werden, wo man sagt, ey, 1 Million ist nicht viel Kohle. Ja, da komme ich nicht her. So, aber ich möchte gerne mehr Menschen helfen, wie mir, in diesen Bereich einzudringen. Und das schafft man eben nur, indem man den Leuten auch die Wahrheit sagt und nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen verherrlicht. Und by the way, after all, ist es geil, selbstständig zu sein? Absolut. Ja, macht es von Tag 1 Spaß, wenn man erstmal auf Sachen verzichten muss? Für mich war es immer geil. Ab dem Tag, wo ich selbstständig war, es hat für mich von Anfang an Spaß zu machen. Hat man mehr Herausforderungen und muss man mal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen? Auch absolut. Natürlich, du hast größere Herausforderungen, du musst Dinge lösen. Es gibt nicht dieses, wenn du dein eigener Chef bist, dann musst du auch im Grunde genommen mit jedem Problem, mit dem du konfrontiert wirst, das musst du selbst hinbekommen. Und wenn du es nicht hinbekommst, dann fällt es auf dich zurück und nicht auf ein Unternehmen. Ja, es ist unentspannter. Manchmal denke ich mir auch, ey, warum suchst du nicht einfach einen extrem geilen Job, was dir Spaß macht? Ja, aber irgendwie macht mir die Herausforderung und den ganzen Pain, der auch damit natürlich verbunden ist, macht am Ende des Tages nicht immer nur Spaß. Es geht ja auch nicht nur darum, Spaß zu haben, aber es erfüllt mich. Und das ist geil. Aber um da eben hinzukommen, muss man am Anfang mal den Mut haben, muss man mal die Eier haben, loszugehen. Und man muss aufhören, eine kleine Bitch zu sein und die ganze Zeit nur Videos zu gucken und Podcasts zu hören und sich rauszureden und zu überlegen, warum man jetzt gerade das nicht machen kann und dies, das, jenes, 1 Million Gründe sich aus den Fingernägeln ziehen, sondern einfach mal machen. Einfach mal machen. Also, beherzige diesen Rat und du wirst sehen, wie sich dein Leben komplett verändert. Ich verspreche dir das, ich habe es bei jedem gesehen und ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gehört, der bei gesundem Menschenverstand ist, der das, was ich auch mit unseren Kunden mache, was ich selbst gemacht habe, durchzieht und am Ende sagt, boah, war das dumm, ein Business aufzubauen, war das dumm, erfolgreich zu werden, war das dumm, mich den Problemen zu stellen, war das dumm, mich den Herausforderungen zu stellen, hätte ich doch bloß die ganze Zeit gechillt. Also, warum nicht auch du? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Solltest du diesen Kanal nicht abonniert haben und dich für das Thema Amazon FBA interessieren, abonniere diesen verdammten Kanal. Das fuckt mich auch übelst ab, dass hier irgendwelche Leute ständig unsere Videos gucken und nicht einfach mal den Kanal abonnieren, weil das ist für mich zum Beispiel voll geil. Ich kann mir davon nichts kaufen, es juckt mich an sich auch nicht, aber ich finde es einfach geil, wenn ich viele Abonnenten habe. So, also in dem Fall, tut mir einen Gefallen, abonniert den Kanal und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet oder einfach mal endlich diesen Schritt gehen wollt, Mut zu zeigen und loszulegen und einfach mal burn the ships mäßig nach vorne zu preschen, dass es kein Zurück mehr gibt, ja, mal Mut beweisen, Mut zeigen, dann geht diesen unfassbar unkalkulierbaren Schritt und bucht ein fucking Erstgespräch bei uns. Weil als Kunde von e-commerce.de habt ihr einen brutalen Vorteil, zumindest wenn ihr im Bereich Amazon erfolgreich werden wollt oder schon erfolgreich seid und auch erfolgreicher werden wollt oder selbst probiert habt, auf die Schnauze geflogen seid und einfach gecheckt habt, boah, es ist gar nicht so dumm, wirklich zu wissen, was abgeht, einen roten Faden zu haben, Unterstützung und einen richtig starken Partner. Dann bucht ein Erstgespräch auf www.ecommerce.de. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Niklas. Ciao, ciao.